Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem literarischen Adventskalender. Draußen läuten die Kirchenglocken, das Mittagsgeläut. Für mich immer wieder ein Zeichen der Hoffnung, ein Zeichen dafür, dass Gott mich liebt und dass Gott in dieser Welt vorhanden ist und er sich um uns kümmert. Deswegen habe ich heute auch das Licht als Hintergrund gewählt. Denn die Geschichte heute von Christian Döring heißt auch ein Zipfel voll Hoffnung. Und Hoffnung hat ja irgendwie immer etwas mit Licht zu tun. Und auch Weihnachten hat natürlich etwas mit Licht zu tun. So heißt es in einer uralten Prophezeiung des Propheten Jesaja: Das Volk, also Leute, die im Dunkeln sitzen, also die nicht mehr geradeaus gucken können, die keinen klaren Durchblick mehr haben, die nichts mehr sehen können, weil sie so überlastet sind von allem Möglichen, was auf sie einstürmt. Dieses Volk, diese Leute, sehen ein großes Licht. Licht strahlt auf in der Finsternis, Licht strahlt auf in der Dunkelheit. Und um diesen Aspekt geht es immer wieder an Weihnachten und auch in allen Geschichten, die man darüber erzählt. Heute jedenfalls Christian Döring, ein Zipfel voll Hoffnung aus diesem fantastischen Buch Weihnachtswundernacht Band 6 vom letzten Jahr. Denn letztes Jahr konnte ich, wie gesagt, meinen literarischen Adventskalender nicht lesen. Also die ersten 12 Tage des Dezember im Jahr 2018, die 12 Geschichten des Jahres 2017. Weihnachtswundernacht, ein Projekt aus dem Brendo Verlag, herausgegeben von meinem lieben Freund Thomas Klappstein, das jetzt bereits seit 7 Jahren läuft. Das hätten wir am Anfang auch nicht gedacht. Und ich bin besonders stolz und freue mich darüber, dass ich seit dem ersten Band in jedem Band eine illustre Geschichte beisteuern durfte. Danke Thomas, danke Brendo Verlag, dass ihr mir das zugetraut habt und gestattet habt. Heute aber Christian Döring, der auch immer wieder fantastische Buchrezensionen schreibt und auch sehr schöne Geschichten. Und diese hier, die ich heute lese, heißt Ein Zipfel Hoffnung. Tobias hatte die Nase echt gestrichen voll. Fast die gesamte Woche über hatte es Bindfäden geregnet. Und jetzt, in der letzten Schulstunde der Woche, hatte er doch noch seinen Mathe-Test zurückbekommen. Dabei stand auf dem Vertretungsplan, dass Mathe-Lehrer Warnke krank sei. So saß Tobias nun in der S-Bahn, schaute durch die verregnete Scheibe und sah Bahnanlagen an sich vorbeirauschen. Wo sollte da wohl adventliche Stimmung aufkommen? Oma zündete nachmittags in der Adventszeit Kerzen in ihrem Wohnzimmer an, und irgendwie roch es bei ihr in der Wohnung auch tatsächlich in den 4 Adventswochen immer nach Advent. In seinem Kinderzimmer roch es immer gleich. Wenn Vater abends bei ihm reinschaute, um Gute Nacht zu sagen, fragte er nach den neuesten Zensuren und gab ihm einen Gute-Nacht-Kuss. Wenn Mutter kurze Zeit später kam, um das Licht zu löschen, sangen sie gemeinsam ein Adventslied. Tobi überlegte, ob er dazu in der 4. Klasse nicht eigentlich schon viel zu groß war. Endlich hatte er die beiden Stationen mit der S-Bahn geschafft. Zehlendorf war seine Heimat. Da gehörte er hin. Jedes Haus und jeden Stein kannte er hier. Aber heute hatte er dafür keinen Blick übrig. Jetzt schnell durch das Nieselwetter nach Hause. Wie sollte er Vater die 5 im Mathe-Test erklären? Dabei hatte er doch am Abend zuvor sogar noch ein wenig geübt. Vielleicht wäre es viel besser, nicht direkt nach Hause zu gehen, sondern zuerst Oma zu besuchen. Sie wohnte nur 2 Querstraßen von ihnen entfernt. Tobias nahm sein Handy und fragte per SMS: Du Oma, kann ich ein wenig zu dir kommen? Gespannt wartete er und wenige Sekunden später hatte seine Oma ihm zurückgeschrieben. Aber natürlich, Tobi, komm ruhig. Ich habe sogar noch etwas von deinem geliebten Linseneintopf übrig. Obwohl es heute um 15 Uhr schon beinahe dunkel wurde und der Regen sich noch verstärkte,
hellte sich Tobis Stimmung jetzt spürbar auf. Seine Oma konnte so herrlich von früher erzählen. Sie war nicht eine von denen, die immer erzählten, früher sei alles besser gewesen. Von Krieg und Hunger hatte sie Tobias sogar schon erzählt. Er konnte beinahe nicht glauben, dass seine Oma inmitten von zerstörten Häusern in Berlin umhergeirrt war und nichts zu essen gehabt hatte. Bei Oma klangen alle Geschichten, ganz egal wie schlimm sie auch waren, hoffnungsvoll. Oma wusste immer Rat. Bei ihr gab es immer irgendwo einen Zipfel Hoffnung. Ohne einen Zipfel Hoffnung ist das Leben nichts wert. Das war Omas Satz. Und Tobias mochte ihn, seit er ihn ohne zu stocken nachsagen konnte. Die Bedeutung dieses Satzes erschloss sich ihm von Jahr zu Jahr immer ein Stückchen mehr. »Das ist ja ein langweilig trauriges Wetter«, empfing Else Gossmann ihren Enkel. »Und dein Gesicht sieht auch ziemlich verregnet aus. Ist was passiert?« Das war auch so etwas Eigenartiges an seiner Oma. Sie sah ihm immer sofort an, wie es in ihm aussah. Nachdem seine Oma den tropfenden Mantel in die Dusche gehängt und Tobias die letzten Löffel mit warmem Linseneintopf beladen in sich hineingeschaufelt hatte, begann er zu erzählen. »Oh, das war eine furchtbare Woche, Oma. Von Montag an hat es immer zu geregnet. Warum schneit es nicht endlich mal?« Seine Oma lächelte und antwortete ihrem Enkel, »Ach, Tobi, wir können uns eben die Welt nicht so zusammenbasteln, wie wir sie gerne hätten.« »Ja, ja, aber Dezember ist schon Winter und ich will endlich Schnee haben.« Nachdem seine Oma Tobias Teller in die Küche getragen hatte, meinte sie, »Na gut, dann setzen wir uns jetzt hier hin und schmollen bis Heiligabend.« Dass solche Sätze von seiner Oma nicht wörtlich zu nehmen waren, das hatte Tobias längst gelernt. Aber langweilig war es noch immer. Und die 5 unter dem Mathe-Test konnte Oma auch nicht wegzaubern. »Weißt du, Oma, es ist ja nicht nur das unendliche Regenwetter. Heute habe ich dann auch noch eine 5 in Mathe kassiert.« »Oh, das ist nicht gut. Und nun traust du dich nicht nach Hause?« »Naja, sie werden schimpfen, aber das allein ist es nicht. Ich wollte einfach zu dir. Du hast immer etwas zu sagen, was einen an den Tag nach so einer langen Regenzeit erinnert, und dann ist man gleich nicht mehr so traurig.« Die Oma lächelte ein wenig verlegen. Dann sagte sie auf einmal, »Weißt du was, Tobi, ich fahre morgen gleich nach Mittag weg.« »Ach nö, nicht das auch noch.« »Nun warte doch erst mal. Wenn deine Eltern es erlauben, darfst du gern mitkommen. Wir sind aber abends erst spät wieder zurück.« Plötzlich wusste Tobi nicht so recht, ob er sich freuen oder heulen sollte. Er war schon öfter mit seiner Oma irgendwo hingefahren, aber diesmal bestand Oma darauf, dass er vorher die 5 beichten und morgen Vormittag Mathe üben sollte. »Wo wollen wir eigentlich hin, Oma?« »In ein ganz kleines Dorf fahren wir. Da gibt es nur eine alte Kirche und ganz wenige Häuser drumherum.« »Und was, bitteschön, wollen wir bei diesem kalten, ekligen Wetter in diesem Dorf? Kennst du da jemanden?« Das Interesse von Tobias war nun nicht mehr zu bremsen. »Bestimmt jemand von früher, oder? Kann der auch so genial erzählen wie du?« »Augenblick mal, Tobias. Noch haben deine Eltern nicht Ja gesagt. Und ich kenne in diesem Dorf jemanden genauso gut wie du.« Der arme Tobi war nun völlig verunsichert. »Stimmt, das Ja von seiner Mutter würde er schnell bekommen. Was allerdings schlechte Zensuren betraf, da konnte sein Vater ziemlich stur sein. Das brauchte bestimmt eine Menge an Überzeugungsarbeiten. Aber wen kannte er in diesem kleinen Puppdorf genauso gut wie Oma?« »Du, Oma, ich kenne da bestimmt niemanden in diesem Dorf. Wie heißt es eigentlich und was wollen wir da?« »Weißt du, Tobias, ich habe dir erklärt, was Advent heißt. Und wir beide wissen, wie anstrengend warten ist. Aber du musst nur eine Nacht schlafen. Und wenn deine Eltern zu unserem Ausflug Ja sagen, dann werde ich dir alle deine Fragen beantworten.« »Das heißt, heute erzählst du mir nichts mehr?« Eigentlich wusste Tobias bereits die Antwort, noch bevor er seine Frage ausgesprochen hatte. Aber es war jetzt wie so oft. Er hatte wieder ein Ziel vor Augen.
Es regnete zwar immer noch, aber das schien gar nicht mehr so schlimm. Plötzlich hatte Tobi es eilig, nach Hause zu kommen. Am nächsten Tag, gleich nach Mittag, stürmte Tobias aus dem Haus. Leicht war es nicht gewesen, das Ja von seinem Vater zu bekommen. Aber er hatte zusammen mit ihm die gesamte Klassenarbeit noch einmal als Berichtigung geschrieben und ihm klargemacht, dass er die Aufgaben endlich verstanden hätte. Danach hatte sein Vater ihn losgeschickt. »Ich wünsche dir einen schönen Ausflug mit Oma.« Gestern Abend hatte Tobias noch lange in seinem Bett wachgelegen und gegrübelt, wen er wohl in diesem kleinen Dorf kennen würde. Er hatte nicht die kleinste Idee gehabt. Bevor er das Haus verlassen hatte, hatte er daher seinen Vater gefragt, »Oma hat gesagt, wir fahren jemanden besuchen, den sie und ich kennen. Weißt du, wer das ist?« Verunsichert hatte der nun zur Mutter geschaut. »Sag mal, Karin, wer soll das sein, den deine Mutter in Krangen kennt?« Tobias' Mutter hatte nur gelacht und gemeint, »Stellt euch mal vor, den kennen wir alle. Aber glaubt mir, ich verrate nichts. Der Anblick eurer neugierigen Gesichter ist viel zu schön. Den genieße ich.« Wenige Minuten später war Tobias bereits durch den Regen zu seiner Oma gelaufen und stand nun vor ihrer Haustür. Die kam schon fertig angezogen, mit ihrem Autoschlüssel in der Hand heraus und begrüßte ihren Enkel. »Na, dann mal ab in die Prignitz.« Tobias antwortete siegessicher, »Nein, Oma, du verschaukelst mich heute nicht. Ich denke, wir fahren in dieses kleine Dorf, das Krangen heißt, und in dem wir beide jemanden kennen.« Schnell hatte die Oma Tobias erklärt, dass Krangen ein Dorf in der Ostprignitz war und dass sie somit beide recht hatten. Aber wen sie dort kannten, das verriet seine Oma noch immer nicht. Die Fahrt durch den Regen auf der langweiligen Autobahn war nun tatsächlich nicht sehr stimmungsvoll, aber mit seiner Oma an der Seite konnte Tobias alles viel leichter ertragen. Endlich verließ Oma die Autobahn. Es ging geradewegs in die Fontanestadt Neuruppin hinein und wieder hinaus, dann durch den gar nicht alt aussehenden Ort Altruppin. Und dann fuhren sie endlich am gelben Ortseingangsschild vorbei, auf dem Krangen stand. Es war tatsächlich ein ganz kleines Dorf. In der Mitte stand eine Kirche. Schon von Weitem sah Tobias den Herrnhuter Weihnachtsstern. So einer hing auch bei ihm zu Hause. Nachdem Oma endlich einen Parkplatz gefunden hatte, denn es waren sehr viele Autos hier, nahm Oma ihren Enkel an die Hand und sie betraten beide das Gotteshaus. Tobias staunte. Das hatte er nicht erwartet. In seinen Augen spiegelten sich die vielen Kerzen, die überall in der Kirche leuchteten. Oma hatte ihn also auf einen Adventsmarkt mitgenommen. Ja, zu Hause in Berlin gab es unzählige Weihnachtsmärkte. Viel größer und lauter ging es auf denen zu. Hier in dieser Dorfkirche war es beinahe andächtig. Honig aus der Region konnte man hier von der Imkerin selbst erwerben. Extra für diesen Adventsmarkt gebackene Kekse, gekochtes Pflaumenmus in großen und kleinen Gläsern, gebastelte Weihnachtssterne in vielen Größen und Farben konnte man hier kaufen. Ebenso Glühwein und aus frischem Birkenholz zusammengefügte kleine Krippen mit jeweils einer aus Heu gefertigten Jesusfigur darin liegend. Plötzlich zog Tobias kräftig am Arm seiner Oma und flüsterte ihr zu, »Jetzt weiß ich, wen wir beide hier kennen.« Die Oma lächelte ihrem Enkel zu und dann sagte sie zu ihm, »So, und nun werden wir beide ein Geschenk für deine Eltern aussuchen.« Nicht einen einzigen Schritt ging Tobias weiter. »Na, ist doch klar, sie bekommen das Jesuskind in dieser Krippe. Dann haben wir wenigstens immer einen Zipfel Hoffnung in unserem Haus.« Oma machte ein fragendes Gesicht. »Wie meinst du das, Tobias?« »Na, du selbst hast doch mal gesagt, mit Jesus im Herzen hast du immer einen Zipfel Hoffnung.« Oma lachte herzlich. »Das hast du dir gemerkt?« »Ja, mit Jesus sieht die Welt ganz anders aus.« Jeden Verkaufsstand der Kirche besuchten die beiden. Oma trank einen Kaffee und Tobias einen Apfelsaft. Dann kam ein großer Mann, der wohl der Chef dieses Marktes war.
Er lud alle Gäste ein, jetzt vor die Kirche zu kommen. Oma nahm ihren Enkel an die Hand und draußen wurden sie von einem riesigen Lagerfeuer überrascht. »Macht hoch die Tür, die Tor macht weit«, sangen die Leute, die um das Feuer herumstanden. Tobias kannte das Lied und stimmte mit ein: »Es kommt der Herr der Herrlichkeit.« Wenig später saß Tobias wieder neben seiner Oma im Auto. »Ah, diesen Zipfel Hoffnung, den habe ich echt gebraucht. Warum nur vergesse ich Jesus so oft, wenn ich traurig bin?« Oma lächelte, wie das nur eine Oma kann. »Na, jetzt haben wir ihn ja mit. Du wirst ihn nicht mehr vergessen.« Tobias schaute sich um und sah die kleine Krippe auf dem Rücksitz neben den anderen Geschenken, die Oma noch gekauft hatte. »Oma, liest du mir heute Abend noch eine Jesusgeschichte vor?« »Aber natürlich. Vorher schau aber mal zum Himmel hoch.« »Das gibt's doch nicht. Vollmond. Das Regenwetter ist vorbei. War das jetzt Jesus?« »Nein, Tobias, Jesus ist doch nicht der Weihnachtsmann. Jesus ist nicht für unser Wetter zuständig. Er hat gelebt, damit wir immer einen Zipfel Hoffnung haben dürfen. Aber um das wirklich zu kapieren, müssen wir ihn kennen. Und deshalb lese ich dir so gern die Geschichten von ihm vor. Und genau deswegen lese auch ich euch so gerne diese Geschichten vor von der Weihnachtswundernacht, von dem Wunder, das in der Nacht, die wir an Weihnachten feiern, geschehen ist. Und das war das achte Türchen heute. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns morgen wiedersehen zum neunten Türchen. Es könnte morgen Abend werden, denn ich werde morgen früh in einen Gottesdienst gehen in Schneidheim, Königstein, wo ein paar Pfarrer aus Dresden eine Rockband gegründet haben und im Gemeindehaus dort den Gottesdienst zelebrieren, zusammen mit Dekan Fedler Raub vom Dekanat Bad Soden. Und, oder heißt es Dekanat Kronberg? Oh, ich verwechsel das immer. In Bad Soden ist das Büro, ist Dekanat Kronberg. Und dann besuche ich meine Mutter und wir werden zusammen essen. Und deswegen könnte es dann erst spät Nachmittag Abend werden morgen. Genau. Aber auf jeden Fall auch morgen eine Geschichte. Ach, und übrigens, wer Musik mag, wer Jazzmusik mag, für den noch ein kleiner Tipp hier am Rande. Morgen Abend in der ARD um 23 Uhr irgendwas gibt es eine Dokumentation über das fantastische Jazz-Label Blue Note. Sehr empfehlenswert, wenn man Jazz mag. Das muss man natürlich. Also dann, ich wünsche euch einen tollen Samstag und bis morgen!